Holztaleben im Kyffhäuser Kreis hat nicht nur ein Sägewerk und wie der Name schon sagt, viel Holz zu bieten, es ist auch der Sitz des MZ-Stammtischs Nordthüringen und des erst 2 Jahre alten Simson-Clans. Der Sound der Zweitakter aus ostdeutscher Produktion ist Musik in den Ohren der MZ und Simson-Fans. Diese waren letztes Wochenende zusammengekommen zum 13. MZ-Treffen, das der ortsansässige Stammtisch zusammen mit den Nutzern des Internetforums mz-forum.com ausrichtete. Etwa 7000 registrierte Mitglieder hat die Motorrad-Community. Sehen tun wir uns eigentlich einmal im Jahr. Das ist meistens hier bei dem MZ-Treffen oder vom Forum das Treffen her. Wird jedes Jahr woanders gemacht, wird darüber abgestimmt, wo es gemacht wird. Tagsüber wurden Ausflüge nach Dora im Kreis Nordhausen und ins Eichsfeld organisiert. Später wurde es dann gemütlich. Wir sitzen am Abend schön zusammen, rösten, unterhalten uns über Sachen, die man sich normalerweise am Internet kaum unterhalten kann. Weil es gibt dann so viele Diskussionen zwischendurch, man kommt dann mit dem Lesen nicht mehr hinterher. Angereist sind Gäste aus ganz Deutschland. Sogar aus Österreich hat sich jemand eingefunden. Vertreten ist hier von Holland, die holländische Grenze, bis nach Bayern runter. Rostock sind viele gekommen. Eine Hufu, eine 150er TS, wurde aus Einzelteilspenden der Forumsmitglieder vom MZ-Stammtisch zusammengebaut und pulverbeschichtet. Sie brachte 2100 Euro an Spendeneinnahmen ein, die an das Kinderheim Ebeleben gingen. Es befanden sich auch einige artfremde Fahrzeuge unter dem angereisten Fuhrpark. Dieses Fahrzeug ist Baujahr 62, 200 Kubik, 3 Vorwärts, 1 Rückwärtsgang. Und ich bin der Meinung, es ist auch ein Hingucker auf der Straße, weil man ihn kaum sieht. Ich bin einer der Glücklichen, der 13 Fahrzeuge aus dieser Sorte hat, aus dieser Serie, von 50 Kubik aufwärts. Die alten Ostmotorräder und Mopeds wecken bei den Familienvätern Erinnerungen an ihre Jugend. Der Simson-Clan ist übrigens auch kein Haufen von halbwüchsigen Rowdies. Wir haben damit unsere Frauen zum Tanz gefahren oder was weiß ich wohin. Deshalb stehen wir drauf. Macht Spaß. Die Motorräder aus Schoppau sind auch für artistische Einlagen geeignet. Jörg Pflege aus Holzminden war so etwas wie der Star-Stuntman auf dem Treffen und fuhr sogar bei regnasser Fahrbahn aus dem Beiwagen heraus sein MZ-Gespann auf 2 Rädern. Jetzt steigt er um. Am Sonnabend, dem besucherreichsten Tag des Treffens, waren ca. 120 Gäste angemeldet. Gekommen sind weitaus mehr. Tagesgäste sind gewesen mit Maschinen, wir haben so grob durchgezählt, 240 Leute, ist ja ein Kommen, ein Gehen gewesen. Nur gut, dass es ausreichend trockene Unterstände auf dem Gelände des Schützenplatzes gab und Planen als Bedachung über den Zelten eingepackt wurden. Das Wetter lief nämlich nicht wie geplant auf der Spur und gebar sich von seiner feuchten Seite.